dass du da dabei hast in meiner Küche. Ich bin die Manu aus Manus Thermiküche und ich möchte mit euch heute ein Brot backen. Und zwar ist das das Chia Midsommerbrot. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht und das ist wirklich lecker. Und darum möchte ich euch heute zeigen, wie man das macht und wie schnell das geht. Also wenn ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Video. Folgende Zutaten brauchen wir: 300 Gramm Wasser, 250 Gramm Dinkelmehl 1050er, 200 Gramm Weizenmehl 405er, das ganz normale Mehl, 50 Gramm Weizen Vollkornmehl, 2 Esslöffel Chiasamen, 1 Esslöffel Backmalz, das ist optional, das müsst ihr nicht hernehmen, wenn ihr es nicht habt, 1/2 Würfel Hefe, 2 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Zucker. Und hernach brauchen wir für die Form nur ein bisschen Grieß zum Ausstrahlen, dass es leichter rausgeht. Die 300 Gramm Wasser. Den Hefewürfel, den halberten. Dann den Zucker, da braucht man 1 Teelöffel. In den Mixtopf verschließen. Und das Ganze 3 Minuten. Sind 30 Grad. Stufe 2 verrühren. Die 3 Minuten sind um. Dann geben wir alles andere dazu, sprich das 405er Mehl. Das 1050er Dinkelmehl, das Weizenvollkornmehl, das Backmalz, die Chiasamen und 2 Teelöffel Salz. Dann werden wir das Ganze wieder verschließen und stellen wir das mal 4 Minuten. Und die Teigknetstufe. Die ist da, halt da ist sie nicht. Da ist die Teigknetstufe. Und dann, nach 4 Minuten, geht's weiter. Die 4 Minuten sind um. Es wird so ein richtig schöner Teigklumpen geworden. Den werden wir jetzt umfüllen in eine Schüssel. Geht auch relativ schön außer. Das, wo jetzt da noch drin ist, ziehen wir dann mit dem Spatel noch außer. Und das unter dem Messer, dann mal 10 Sekunden Stufe 10 noch ein bisschen abschneiden. Und so haben wir fast alles sieht hier raus. Gut. Noch ein bisschen Mehl drüber. Das Ganze wird jetzt abgedeckt und muss jetzt an einem warmen Ort. Da steht jetzt gut 45 Minuten bis eine Stunde gehen. In der Zwischenzeit tun wir dann schon mal unser Form. Ich mache das mit einem Zaubermeister. Das so ein bisschen ausstrahlen. Dass
dass sie das Ganze auch leichter rauslösen lässt. So, soweit die Vorbereitung. Und dann machen wir in 45 Minuten weiter. Nach einer Stunde ist das Ganze jetzt super schärf gegangen. Jetzt holen wir ihn außer. Und dann man. Eine schöne Kugel formen, also ein bisschen durchkneten. Hier dann schon selber eine schöne Kugel. Und dann so eine schöne Kugel formen. Dann nehmen wir unseren Zaubermeister und dann machen wir da einer. So, dann da mal bloß noch ein bisschen einschneiden. Und mit Mehl bestäuben. Und dann kommt das Ganze bei 220 bis 230 Grad in den Ofen, in den kalten Ofen, also nicht vorheizen. 55 Minuten, dann müsst ihr meinen Deckel aber da und vielleicht nur 5 Minuten ohne Deckel, dass es von oben her auch noch schön braun wird. Und dann sehen wir uns in so ungefähr einer Stunde wieder. Mal das wunderschöne Brot an. Das habe ich jetzt gerade aus dem Ofen rausgeholt. Ist das nicht wunderschön geworden? Ich werde jetzt dann stürzen. Und das riecht, das schaut, dass ihr das nicht riechen könnt. Das ist wirklich super schön knusprig und jetzt ist eine richtig schön feste Kruste. Riecht fantastisch. Schaut, dass ihr das nicht riechen könnt. Ich kann euch nur empfehlen, macht es nach, probiert es aus. So, das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert, dass ihr selber ein Brot einmal backt. Ihr habt gesehen, eigentlich ist gar nichts dabei. Ihr müsst es ja nicht mit Thermomix machen, es geht auch mit jeder anderen Küchenmaschine. Das längste ist einfach nur die Gehzeit und die Backzeit. Aber ich finde, das lohnt sich. Man weiß einfach, was in dem Brot drin ist und es schmeckt auch besser. Ja, über einen Daumen hoch, da würde mich natürlich riesig freuen, genauso über ein Abo, dass ihr in Zukunft keine Videos von mir mehr versandt, wo es jetzt dann nicht mehr Videos geben wird. Wo es genau, weiß ich noch nicht, aber auf alle Fälle sind schon einige geplant. Ansonsten habt eine schöne Zeit und bleibt gesund und pfiat euch, bis zum nächsten Mal.